Grüß euch, meine lieben Pokéfans da draußen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Dark Violet. In der letzten Folge hatten wir Sabrina besiegen können und Kevin hat es tatsächlich geschafft, in der Entstehungsinsel Deoxys wiederzubeleben und es zu fangen. Was er jetzt nun vorhat, wissen wir derzeit nicht. In dieser Folge werden wir jetzt nun die Pokémon-Villa durchmachen und unseren letzten Orden ergattern. Doch vorerst müssen wir jetzt einmal vorbereiten für den großen Moment. Wir müssen als erstes jetzt McTrippierle einsetzen, denn ich möchte ihn überhaupt nicht mit wilden Pokémon jetzt konfrontieren, außer ein paar Trainer. Und vom Aussehen her hat sich ja hier nichts verändert. Er sieht ja eher wie dasselbe aus. Hier ist Calcium. Hier ist Zink. Und was haben wir hier noch? Da ist nichts. Außer ein paar Trainer, aber die werde ich jetzt mal ignorieren. Hier ist Max Potion, also Max Top Genesung. Also Top Trank, by the way. Top Trank. So. Da sind wir jetzt falsch hingegangen. Dann schalten wir mal hier den Schalter ab. Jetzt ist der Weg dann hier frei. Und ja, ich habe natürlich nicht alle Trainer bekämpft, Leute, damit ihr es wisst. Weil jetzt sparen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. So. Ich weiß nicht, wieso die Trainer mich nicht sehen, obwohl ich jetzt genau ins Sichtfeld war. Ah, jetzt kommt schon einer. Aber das werden wir schon sicherlich schaffen. Ich weiß nicht, was ich jetzt dann als nächstes nach Pokémon Dark Violet machen werde, aber nach Pokémon Dark Violet werde ich wahrscheinlich Pokémon Schwarz-Weiß 2 dann anfangen. Ich weiß, ich habe Schwarz schon angefangen, aber wir müssen natürlich auch das Sequel noch durchziehen. So, was haben wir hier? Blizzard! Ist auch richtig eine krasse Attacke. Obwohl wir noch kein Eis-Pokémon gefangen haben. So. Den Schalter tun wir mal aktivieren. Dann ist der hier verschlossen oder sowas. Oh, da ist eine Notiz. Tagebuch. 5. Juli, Guyana, Südamerika. Ein neues Pokémon wurde entdeckt. Tief im Dschungel. 10. Juli. Wir hatten ein neue Pokémon-Art entdeckt, namens Mew. 6. Februar. Mew wurde geboren. Wir benannten das neue Pokémon Mewtwo. 1. September. Mewtwo war viel zu stark. Wir versagten durch eine große Tendenz. Da ist ein Schlüssel unter diesem Tagebuch. Und da ist natürlich der Secret Key zur Arena. Und was machen die denn hier? Genau wie ich es mir gedacht habe. Du hast dieses Tagebuch gefunden. Hör zu, Kleiner. Wir können nicht zulassen, dass ein kleiner Knirps wie du
alles tun will, was tun und lassen kann, was man will. Es würde Team Rockets Stolz immer und immer wieder verletzen. Um dich eine Lektion zu erteilen, wie du siehst. So, es ist Zeit, dass sich für dich erledigen. Wie auch immer. Egal wie stark du bist. Gegen uns zwei hast du nicht einmal den Hauch einer Chance. Um zu gewinnen. Wenn's nicht auch. Sorry, Baby. Sorry, Kleiner. Aber mach dich bereit, dass du platt gemacht wirst. Tja, das heißt jetzt wieder mal, auf geht's gegen Ariana und gegen den anderen nochmal, ich weiß nicht mehr den Namen, whatever. Na gut, wir werden jetzt den Kampf jetzt normal lassen, damit wir dann endlich mal nicht so stark einen kurzen Part machen. Ja, die Schlügelstark, ich habe mir schon gedacht, dass er das einsetzen würde. Aber Smash hält durch, super. Natürlich weiß sie auch schon meine Schwäche, tatsächlich. Godzilla, mach es platt, komm. Du bist stärker als jeder andere Pokémon. Von den Vorständen. Weil ich glaube, die Vorstände werden wahrscheinlich jetzt ziemlich schwieriger sein, wenn ich jetzt mit Level 50 hergekommen wäre. So, Rocky, jetzt bist du dran. Jetzt rockst du mal richtig den Boden für Nidoqueen. Mit Erdbeben. Sogar er hat Erdbeben bei sich. So ein Fucker. Aber das hat schon richtig gesessen. Aber mein Erdbeben für Rocky ist rockhart. Yeah. Milotic, Mitsuki, du bist dran. Ich weiß, es hat auch Eisstrahl, also da muss ich schon richtig schön aufpassen. Toxin. Alter, das ist doch echt eine Pussy-Attacke, verdammt. Von ihr. Okay, Turbo-Tempo. Wir haben jetzt nur einen Trainer besiegt und schon geht es richtig krass ab. Ich habe schon geahnt, dass es tatsächlich Eisstrahl hat. Ich habe schon geahnt. Ich wusste es. Ist aber interessant, dass sie nicht Hypertrank einsetzt. Wundert mich über Interact. Aber was soll's. Wundert mich direkt. So, oh mein Gott, jetzt kommt das Psyana, das OP-Pokémon, ey. What the fuck. Was mich schon in Sylph Company jetzt schon ziemlich Stress gemacht hat. Muss jetzt ausgerechnet jetzt Stress machen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Da hat sich das Training ja richtig heftig gelohnt. Gengar. Hat es jetzt endlich mal weiterentwickelt. Okay, Inferno. Ach, verdammt.
Aber es ist interessant, dass Gengar jetzt mal in der Luft schwebt. Und das war's mit dir, Gengar und Ariana, gemeinsam. Sind jetzt mal in den Untergang geweiht. Aber es ist noch nicht lange nicht zu Ende. Es gibt noch ein weiteres noch. Es ist noch nicht vorbei. Und ob es vorbei ist. Wir wussten, du würdest kommen. Also haben wir uns entschieden, dich jetzt hier fertig zu machen. Nun, da du jetzt hilflos bist und allein, soll es ziemlich einfach sein, dich zu erledigen. Ich zeige dir, wie schrecklich und gefährlich ein Erwachsener sein kann. Oh Mann. Archer. Ja, ich hab's gewusst, er heißt Archer. Vergesse immer seinen Namen. Das ist das Problem bei mir. Manche Namen in Englisch zu merken. So, Lohe Kanonade, komm. Ich weiß nicht, ist Inferno wirklich Lohe Kanonade? Ich weiß nicht, aber heißt es doch wirklich so, die Attacke Inferno. Auch in Deutsch. So. Mal schnell Belebe einsetzen. So, wieder mal Übertrank einsetzen. Ja, das Garados haben wir locker geschafft mit X mit Turbo Tempo. So, Nidoking. Ich weiß, dass das Rocky ziemlich langsam ist, aber er müsste natürlich jetzt noch eine Attacke überleben, oder? Ja, tatsächlich, Rocky, was geht mit dir ab? Du bist rockhart. Ziemlich ein Überlebenskünstler ist Rocky. So. Und das mit einem Hit haben wir schon platt gemacht. Nice. Nach Tara. Da wird jetzt Godzilla gefragt. Ich glaube, wir werden jetzt definitiv jetzt noch in dieser Folge noch Pyro besiegen. Bevor es dann richtig ernsthaft mit Team Rocket abgeht. Und ich glaube, nach diesem ganzen Kampf scheint wohl Giovanni noch nicht genug zu haben. Wir wissen, dass Cayman tatsächlich jetzt Gedeoxys gefangen hat. Aber was wird er jetzt tun? Hat er jetzt, ist sein Plan wahrscheinlich tatsächlich gescheitert oder will er tatsächlich dennoch ohne Deoxys? Dennoch ohne Deoxys Mewtwo zerstören. Eins ist sicher, wir werden sowieso Mewtwo mit einem Meisterball fangen. Ist ja easy. Damit wir dann das alles hinter uns haben. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so sehr einfach sein. So, jetzt kommt Zimzala. Ach, so ein Mistkerl.
Oh, das war ziemlich knapp. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Da hat sich das Training tatsächlich gelohnt. Das ist unmöglich. Leider ist es nicht unmöglich. Es ist leider möglich. Aber das ist... ist doch egal. Unser Boss hat endlich herausgefunden, wo das legendäre Pokémon befindet. Er wird es sehr bald fangen. Du scheinst halt überrascht zu sein. Weißt du noch, das legendäre Pokémon, das unser Boss nachgesucht hat, ist einer von denen in diesem verbrennten Haus gewesen, das vor 13 Jahren geschehen ist. Dieses Pokémon tötete unseren Bosses Frau, Ehefrau. Das ist warum Cayman wurde ein Weiser geworden. In dieser Zeit und dieser jetziger Zeit, dieses legendäre Pokémon hat ein anderes Pokémon komplett zerstört, was die gleiche Powerkraft besteht. Okay, da ist noch eine letzte Sache, die ich mit dir erzählen soll. Hör auf, den Helden zu spielen, Junge. Dieses Mal, Team Rocket wird gewinnen. Bis dahin, leb wohl. Oh nein, wir werden schon definitiv euch wieder treffen. Na gut, damit haben wir es doch tatsächlich geschafft. Setzen wir mal jetzt Escape Rope ein. Ich habe natürlich 12 Stück gekauft, weil ich habe zu viel Geld gehabt. Heil-Items brauchen wir sowieso jetzt derzeit nicht. Also können wir jetzt schon weniger besorgt sein. Aber wir werden jetzt den 8. Orden noch in dieser Folge noch holen. Also es ist noch lange nicht vorbei, Leute. So. Wir können jetzt direkt zum Markt gehen, was hier noch gibt. Ja, und ich habe jetzt wieder mal mehr Poké-Dollar geholt, weil ich habe ein paar Trainer offscreen besiegt. Route 11, by the way. Aber da gibt es nur lauter Highlight-Items und Stats-Pusher. Na gut, dann lass uns jetzt Pyro herausfordern. In Englisch heißt er natürlich Blaine. Der hitzige Quizmaster. Hey, Champion Spee. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Wir kriegen wieder Mumu-Milch, ist ja klar. Wenn du Hilfe brauchst, frag mich ruhig. Ich brauche keine Hilfe. Denn ich weiß schon, was für Pokémon er einsetzt. Wir werden jetzt Rocky einsetzen und natürlich Aquana. Damit der Part jetzt etwas nicht zu kurz wird, werde ich jetzt definitiv jetzt die Trainer einen nach den anderen besiegen. Das war ja ein bisschen besser. Man weiß ja nie, was jetzt als nächstes passiert nach dem 8. Arena-Kampf. Seit wann kann es Wutanfall? Das ist aber neu. Pokémon-Quiz. Bring die richtige Antwort und die Tür öffnet sich. Falls du die falsche Antwort nimmst, forderst du einen Trainer heraus. Du musst manche Fragen beantworten, um zum Arena-Leiter problemlos ranzukommen. Bereit? Dann los geht's. Es sind 9 Orden in 9 Pokémon-Liga-Orden. Nee. Haben wir nicht, sondern 8. Was haben wir hier? Wieder mal die Quiz hier. Also, ich weiß nicht. Tut wirklich Quapsle entwickelt so dreimal? Ich glaube, da geht's Quapuzzi.
Und ich glaube, Inge, das... Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe schon gedacht, ja oder nein, weil ich glaube, ich kann nur zu Quapuzzi entwickeln. Und nur mit einem gewissen Stein kann man Quapuzzi zu Quaxo oder zu Quapo entwickeln. So, die nächste Frage. Sind Elektroattacken effektiv gegen Bodentyp? Nein. Yep. Tatsächlich haben wir es geschafft. Da bin ich jetzt ein Genie. Pokémon Genius. So. Die nächste Frage. Pokémon auf denselben Level sind nicht identisch. Ja. Ich habe schon geahnt. Ich habe nicht verstanden, aber tatsächlich habe ich es gewusst. Obwohl ich nur geraten habe. So, letztes. Tombstoney? Nein. Das ist TMC 28 ist Steinkante oder sowas, ich weiß nicht. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, ohne... Naja, einen Trainer hätten wir besiegen müssen, aber... Musste, obwohl wir nicht die Frage beantwortet haben. So, dann werden wir jetzt mal Max Aether einsetzen. Und dann mal jetzt mal richtig... Vorbereiten für den großen Kampf um den 8. Orden, Leute, gegen Pyro. Und dann haben wir schon alle 8 Orden. Dann fehlen uns nur noch die Pokémon-Liga und den Champ und ein kleines Postgame-Quest. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes erwartet. Aber jetzt fordern wir jetzt Pyro heraus. Haha! Ich bin Pyro, der hitzige Arenaleiter der Zinnoberinsel-Arena. Meine gefährlichen Pokémon sind ziemlich stark und bereit für einen mit ganz intensiver Hitze. Die verbrennen alle Herausforderer. Ha! Ich wette, du hast Feuerheiler dabei. Nein, habe ich nicht. Aber ich werde jetzt deine Pokémon in einem Schlag pulverisieren, falls es möglich sein wäre. Zwink, zwink. 4 Pokémon. Er startet jetzt mit Arcani mit Level 61, Alter. Habe ich nicht damit gerechnet, dass er schon gerade erst mit Level 61 anfängt. Ich habe gedacht, der wäre eher Level 60, aber Level 50 oder sowas. Aber Level 61, das ist schon mal ein würdiges Level für den letzten Arena-Leiter. Okay, Feuersturm. Super, Rocky, du hältst aus die Hitze. So, Critical Hit. Was für ein Glück. So, jetzt kommt jetzt Volona. Okay, Stone Edge. Ausgerechnet hat es jetzt auch noch Hypnose. Am Arsch, Junge. Aber tatsächlich haben wir sehr viel geschadet. Das ist immer super. Natürlich wird es auch nicht so einfach sein. Wegen Hypertrank. Mein Bauch drückt jetzt auch schon. Ein bisschen was Komisches gegessen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie drückt mir den Magen ein bisschen. Sorry, Mikro. Schon besser. Mich gerade aufrichten im Sessel, weil ich habe... Ach man, jetzt muss ich nochmal vorspulen. Ach, wach auf endlich. Na, da geht jetzt schon mein Pokémon dahin. Die Hypnose ist einfach die nervigste Attacke überhaupt. Fast jeder Arenaleiter hat natürlich Hypnose. Naja, nicht jeder, aber... Oh, Markbrand hat es jetzt. Oh mein Gott. 63! Heieieiei, ich habe das Gefühl, es wird dann bald Level 70 sein, dann der Champ.
Oh, die Top 4 wird ziemlich nicht so easy sein. Aber Godzilla haut richtig rein. Das ist mal das Beste. So, Galoppa. Ich bin gespannt, wie stark ist sein Galoppa. Ich weiß, es hat wahrscheinlich Feuerfänger, also muss ich leider Dragon Breath einsetzen, also Drachenwut. Okay, das ist lowe Kanonade. Aber wir haben jetzt Pyro besiegt. Mit Leichtigkeit. Ich habe nichts verbrannt, nichts verbrannt. Keine Asche ist übrig geblieben. Tja. Damit haben wir jetzt unseren 8. Orden. Klasse. Ich bin ausgebrannt. Hier ist der Vulkanorden. So, damit haben wir jetzt den Vulkanorden. Das heißt jetzt alle 8 Orden komplett. Ha! Dieser Vulkanorden erhöht natürlich die speziellen Stats deiner Pokémon. Außerdem kannst du das hier haben. TM 38. Also Feuersturm. Ein Vulpix oder ein Glutexo würde ideal für diesen Pokémon-Move sein. Obwohl ich es nicht habe, by the way. Na gut, dann haben wir jetzt schon alle 8 Orden. Das heißt jetzt, wir können jetzt den Part auch schon jetzt wieder beenden. Denn der Arena-Kampf war ziemlich hitzig. Aber vorhin werden wir von Green aufgehalten. Hey Red, ich muss dir etwas erzählen. Mr. Fuji ist jetzt in Zinnoberinsel angekommen. Er hat eine wichtige Nachricht an uns zu vermitteln. Er wartet uns auf den Zinnoberlabor. Ich denke, wir sollten hier reingehen, so schnell wie möglich. Man sieht sich, Red. Also zum Labor müssen wir jetzt gehen. Da finden wir was heraus über das legendäre Pokémon Mewtwo. Das hier die Villa zerstört hat vor 13 Jahren. Vielleicht hat Mr. Fuji tatsächlich was mit Mewtwo zu tun. Obwohl es in Pokémon Origins auch damit confirmed war, dass Mr. Fuji tatsächlich mit Mewtwo was zu tun gehabt haben soll. Aber lass uns jetzt mal nachsehen, welcher ist der richtige. Der definitiv nicht. Aber jetzt lass uns jetzt mal jetzt die legendären Pokémon jetzt mal damit haben wir Aerodactyl. Da haben wir noch ein weiteres. Das Helix-Fossil. Wird natürlich zu Ammonitas. Und das nächste. Das Domfossil. Damit kommt jetzt Kabuto raus. Aber ich glaube, wir werden dann das erst später machen. Vorerst müssen wir jetzt unsere Pokémon noch heilen. Bevor es dann richtig losgeht. Mal sehen, was für Informationen Mr. Fuji denn noch hat. Habe ich meinen Pokémon schon geheilt? Ich habe ja doch schon geheilt. Ich Idiot. Na gut, Leute. Wir werden dann hier in der Zinnoberinsel Labor dann halt pausieren. Den Part. Also, falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Dann mal sehen, was uns Mr. Fuji im nächsten Part zu sagen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Abo da lassen, falls euch mein Content gefällt. Und wenn es euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like da, wäre mir lieb von euch. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!